Jetzt geht's runter zur U-Bahn hier in Terminator Resistance. Den, ich glaube, Sender, da steht's ja auch, den Sender für die Dame noch holen, die Nebenmission. Und Ben haben wir auch wieder mit dabei. Hallo. Na, das ist ja der Hammer. Oder immer noch mit dabei eigentlich. Gucken wir mal, wer mich hier ärgern will. Außer mir? Ja, außer dir. Hast du jetzt gesagt. Das ist doch, das ist was. So. Es leuchtet. Nimm es, es leuchtet, genau. Na, das nervt mich schon. Wir haben am Ende der vorigen Folge gesagt, hier mit Atmosphäre und so. Was mich nach wie vor nervt, ist dieses ganze Gesammel. Ich meine, man kann es auch nicht liegen lassen. Das irgendwie, da hat man so einen Drang, aber es stört mich. Muss ich sagen. Also, dass hier alles leuchtet und man ständig klick, klick, klick und so. Weiß ich ja nicht. Oh, schwer. Die waren ja jetzt wirklich schwer. Ah, oh, 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 oh. Nein. Nein. Oh, das ist ein ganz kleiner Schnack. Bereich. Ja. Da war er doch gerade noch. Komm schon, komm schon, komm schon. Puh. Yes. Was ich sag mal, dieses ganze Geloote wäre Prinzip sinnvoll. Weil du musst ja eigentlich Sachen herstellen. Ja. Aber man findet das Zeug halt auch im Überfluss, ne? Das macht's halt total unnötig. Ja, das man hat alles im Überfluss. Was haben wir denn hier? Toll. Oh, super. Es ist halt auch überhaupt nicht spannend, hier sowas aufzumachen. Also, für mich jedenfalls nicht. Ja, für so einen alten Lootkönig wie mich, das wäre genau. Mhm. Aber ja. Ich weiß nicht, irgendwann macht es doch keinen Spaß mehr. Rolle. Mhm. Ja, wenn es eine Rolle spielt, ist es schon cool, weil dann fehlt die. Ja, dann, ja. Dann ist auch der Reiz da, das Zeug zu sammeln. Ich weiß nicht, wie oft wir jetzt hier in dem Let's Play irgendwas hergestellt haben. Ja, nicht so viel. Deshalb, dementsprechend viel haben wir es ja hochgelevelt mit dem Herstellen. Ja, genau. Nämlich gar nicht. Hier Salz und Pfeffer. Steht noch. Ja, nimm mit. Also, okay, jetzt ist es eklig. Ich hab's lila gemacht. Ja. Ach, das geht wieder nicht. Okay. Piu. Nope. Aber das geht. Nice. Och, guck, ich komme hier nicht rein. Hallo? So, jetzt aber. Oh, also eine alte Pizza. Pizza geht immer, egal wie alt. Pizza geht immer. Na komm, achso, muss ich da auch noch öffnen. Da ging nichts mehr. Okay. Muss ich mich hier auch noch rein dietrichen. Aber das war doch bisher. Ach, ey. Der offizielle Weg, oder? I don't know. Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier geschlichen bin oder so. Oder gab's einen anderen? Ah, Moment. Bin mir jetzt hier nicht 100% sicher, aber. Auf einmal leuchtet alles. Ich habe da oben ausgelassen. Sowas. Ja, die Cornflakes immer schön mitnehmen. Ah, da ist nichts drin. Okay. Da ist auch noch was. Hilfe! Eine Tiefkühlsocke. Und jetzt erzählt mir niemand, dass schlechte noch, Zeiten. Dass niemand daran gedacht hat, mal seine Socken im Sommer in den Kühlschrank zu packen. Oder in Froster. Das musst du mir trotzdem erklären. Also ich wäre so einer, der. Vielleicht kenne ich da auch den Trick nicht, aber warum? Also wenn du so eine schöne Socke, ne, einen Froster reinpackst. Ach so, die du dann anziehst. Ja, verstehe. Lass mal, das ist eine Stunde drin und du hast draußen 30 Grad und gerade was 50 Grad gibt. Du bist eigentlich schon dahin und machst es so wie jeder Let's Player und YouTuber. Einfach nackt in deinem Ledersessel. Ja. dann diese Socken anziehen, das hat schon was. Okay, verstehe. Ich dachte, es ist jetzt irgendwie wieder so ein Trick gegen Bakterien oder gegen Schmutz oder sowas. Nein. Oder um Kaugummi rauszubekommen. Oh, was weiß ich. Ach, hier ist der Sender. Oh. Ach, den sammle ich ja. Moment. I've got it. You thought you could fool me? I know you're one of those things. You're not getting away, you motherfucker. What? Was ist los? Was zum Teufel? Na, gern geschehen, ey. Ja, aber echt. So, was wollte ich jetzt? Dieses böse Wort dazu, ne? Echt. So,
Erstmal die Schoki. Zeit zu gehen. Die Haut wurde von seinem abscheulichen Metallschädel gezogen. Gab es jemals ein besseres Zeichen dafür, dass die Zeit gekommen ist, zu gehen? Ich werde mich einfach mit einigen dieser Waffen vertraut machen, die die Soldaten zurückgelassen haben, und dann verschwinde ich von hier. Ja, toll. Ist dann damit ihre Mission erledigt, oder was? Sieht so aus. Jetzt musst du ihr das Ding noch bringen. Und warum? Warum soll ich ihr noch was bringen? Ich habe doch nichts zu erwarten, oder? Ich glaube auch nicht. Wow. Was? Ja, für... geil. Das war sie, oder? Was ist eigentlich, wenn ich da... eine Granate. Das mal so zünde. Na, funktioniert nicht. Ist immer noch alles da. Ja gut, ich meine, ich weiß ja, wie ich rauskomme. Es wäre natürlich schön, das hier alles zu entschärfen. Wollen wir das? Ich weiß nicht. Dauert eine Weile, ne? Oh. Also ich denke mal, das Spiel geht davon aus, dass ich den Weg rein anders gegangen bin, nämlich offiziell. Wahrscheinlich ist man hier vorher ganz normal reingekommen und dann kann man den Weg nicht mehr zurückgehen. Und dann mit dem Sender... Ich überlege gerade, wo ich abgebogen bin. Die ganzen Dinge aktiviert, ne? Ah, hier ist natürlich... jetzt, hier geht's eigentlich schon nicht. Achso, hier komme ich durch. Okay. Hier bin ich rein vorhin. So war das. Mhm. Ja gut, ich muss die auch nicht alle sammeln, ne? Nee, so wie viel hast du denn davon? Ja. 10, 15 Stück jetzt mittlerweile. Verdoppeln wir das Ganze mal. Ja. Okay, so viel zu dem Thema. Aber nicht durch das eine jetzt durchlaufen, wir haben... ja. Oh, ich lasse es. Oh, easy going. Oh, no, you don't. Mein Gott, I'm from the resistance. Stand still. Don't shoot. Knall sie bitte ab. Was? You need to hide. Welche Friends? Ich habe keine Friends hier. Jedenfalls nicht das, was du denkst, also was die denkt. Boah, war das mies, ey. Ja, schon. Lady? So wären wir keine Freunde mehr. Also ich würde sie knallhart sterben lassen. Was du nicht alles machen würdest. Ich sag ja, Apokalypse, die hätte bei mir gar keine Chance. Sie hat's doch auch nicht leicht. Sagst es du? Es ist ja nichts Persönliches. Plasmagewehr, das habe ich bestimmt auch schon. Das ist das Normale da. Oh. Ist doch dann auch nichts Persönliches von mir, mit dem Finger auf sie zu sagen, holt sie euch. Übrigens, gutes Stichwort. Weiß ich nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Oder ob ich es im Let's Play schon mal erwähnt habe. Dass der Untertitel zum zweiten Terminator unglaublich schlecht übersetzt wurde fürs Plakat. Habe ich dir das mal erzählt? Nee. Und zwar... der Untertitel ist im Original von Terminator 2, It's nothing personal. Was natürlich eine Doppeldeutigkeit ist, so ein Wortspiel von wegen, es ist kein Mensch, also keine Person. Ja. Und im Deutschen haben sie es übersetzt mit, und jetzt halte ich fest, ich möchte niemandem zu nahe treten. Sehr geil, ne? Funktioniert total. Ja, läuft super. Ja. Gehe ich falsch? Muss ich da lang? Ja, gut. Aber ich muss auch sagen, die Deutschen haben es nicht immer... Nee, das stimmt. Mit den Übersetzungen und so. Weil... aber da haben sie echt daneben gegriffen. Also man, ja. Selbst wenn man es übersetzt hätte mit... fuck! Mit, es ist nichts Persönliches, dann hätte es ja schon besser funktioniert im Deutschen, also. Ja, stimmt schon. So, dann laufe ich hier übers offene Terrain, ja, damit die mich abknallen kann. Na, schönen Dank. Komme ich hier überhaupt rein? Ah! Na, super. Oh nein, sprengt die sich? Nee, da, die hat doch Besuch. Spinnen auf... ach so, ja, stimmt. Dosengranate oder irgendwas. Hau sie weg. Vorsicht! Ah. Oh, okay, dann geht jetzt eine Dosengranate da rein. Oh, steht noch was? Musik ist vorbei. Okay, das ging schnell. Das läuft. Ja, siehst du, Dosengranaten in engen Räumen. Mir immer. Tatsächlich, ja. So, vielleicht ist er ja jetzt überzeugt, dass ich hier helfe. Man muss die Leute ja erst mühsam überzeugen. Oder du hast sie aus Versehen mitgesprengt, das wäre natürlich lustig. Jetzt zappelt's noch ein bisschen. Hab ich gleich ein bisschen. Ja, ich hoffe nicht. Ich hoffe, sie konnte sich irgendwie, sie hat ihren Rückzugsordner gehabt. Da ist ja noch was. Oh nein. Du hast sie weggesprengt. Ja, ich glaube, das war nicht scheiße. Naja, sie wurde ja schon erwischt, also. Oder sie röchelt noch und sagt mir noch irgendwas. Tut mir leid, Jesus, dass ich sie nicht vertraut habe.
Die sieht ganz schön glatt aus, muss ich sagen. Und sie lächelt noch ein bisschen. Aus. Neuer Fertigkeitspunkt. Ha, ha, ha. Ja, sie lächelt noch ein bisschen. Sie ist glücklich gestorben, kann man vielleicht sagen. Oh, ich kann nichts einsammeln. Muss man ja, was wegschmeißen. Die Schrotmunition vielleicht nicht, aber die Handelsrüstung. Die was jetzt? Wo? In der Kiste. Ach so, dass ich... Brauchst du die Schrot, brauchst du ja nicht. Wieso Schrot? Da ist Schrotmunition drin. Deswegen konntest du es nicht aufheben. Ja, gut. Wenn du jetzt aber nach rechts gehst, ne? Das kannst du nicht. Ah, so habe ich gar nicht hingeguckt. Okay. Ich wollte einfach nur den Finger bedienen. Auch wenn es mir jetzt schwer gefallen ist, sagen, nimm die Schrot. Aber. Das hätte ich gerne. Coming home erstmal lesen. Ich habe alles, was ich brauche. Wenn der Widerstand Skynet mit diesen Waffen bekämpfen kann, warum dann nicht auch wir? Wir werden nur lernen müssen, wie wir sie einsetzen. Darüber sollten wir uns jetzt aber nicht den Kopf zerbrechen. Ihr müsst euch keine Sorgen mehr machen. Mama kommt nach Hause. Oh. Plasma TC-16R, okay. Da muss ich jetzt aber... Da schmeiße ich natürlich die für weg. Ja, sehe ich auch so. Hier, fallen lassen so. Da fliegt sie. Aber wahrscheinlich ist es auch eine der ersten. Kann natürlich auch sein, aber irgendwie gehe ich ja auch davon aus, dass man hier was Neues bekommt. Ah doch, die haben wir schon mal im Shop gesehen, beim Quartiermeister. Ja, ja. Naja, gut, egal, ich nehme sie mit. Was sieht das wertvoll hier aus. Ja. Okay, dann jetzt... Fähigkeiten. Und ich muss mal sagen, wie sieht's mit der Muni aus? Naja, ich meine, deine Bedenken waren, dass wir da nicht 1000 Schuss im Magazin haben, aber bisher komme ich doch gut mit dem Ding aus. Also ja, würde ich sagen, ist es nicht so wichtig, dass ich diesen dieses Herstellen weitermache, um noch Violett herzustellen, sondern ich würde jetzt echt nochmal die Härte vorher machen. Ja. Mit Gesundheitsregeneration und so. So, haben wir das nämlich auch. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch, wenn ich es richtig sehe. Die Übertragung ist gerade extrem. Oh je. Schlecht. Dich hört man ausnahmsweise mal gut. Meinst du akustisch oder visuell? Visuell war es gerade ziemlich widerlich, aber jetzt geht's wieder. Okay. Aber du hörst mich irgendwie, ja? Ja, ja, leider. Danke. Gerne. Ah, kommt vor. So, jetzt gehe ich da hinten hin und dann. Jetzt auf deine 100 hier. Meter. Bin am Pumpen. Hier geht's runter. Hier war ich auch noch gar nicht. Können wir gleich mal den Weg ablaufen? Da geht's nicht rein. Also hier war ich schon jetzt in dem Dreh, aber hier ist auch nix. Du hast in der Folgenpause nochmal dich übers Level Recycling beschwert. Können wir an der Stelle... Oh, da ist der HK. Können wir an der Stelle nochmal erwähnen, dass du da gerade mehr drunter leidest als ich. Also klar, ganz deutliches Backtracking. Aber ich habe nicht so ein großes Problem mit Backtracking. Ich glaube grundsätzlich nicht. Ich bin da nicht so anspruchsvoll. Trotzdem ist natürlich dein Punkt valide. Ein Spiel, was relativ viel Backtracking hatte, was du auch bestätigen können wirst, wenn du es kennst oder vielleicht selber mal gespielt hast, war Dead Space. Ja. Der erste ja, Teil gut. noch. Und da haben sie es aber auch super gemacht. Also da fand ich es auch schon super spannend, immer wieder da reinzugehen. Also ich muss sagen, bei Dead Space ist es halt auch so, da ist die ganze Zeit irgendwas passiert. Genau. Du bist dann im Prinzip wieder den Weg zurückgelaufen, aber dann ist was ganz Neues aus der Situation. Und oftmals hat sich ja dann auch irgendwie das Level dann verändert in irgendeiner Form, ja, dass irgendwas aufgerissen ist, du wurdest rausgesucht oder was auch immer. Das, ja. Ja. Haben sie echt gut erzählt, also die Story war einfach toll. Ja, richtig, auch Dead Space 2. Also wer es auch nicht kennt, ja, Leute, gönnt euch. Ja. Dead Space ist sehr zu empfehlen. Auf jeden Fall. So, ich wollte hier nur den Kreis schließen. Hoffentlich sieht der mich nicht, dass ich jetzt hier ungünstig hocke. Da ist eine kleine Spinne. Hier kommt er. Ich hoffe, er guckt nicht in die kleine Ecke hier rein. Nee, der will dich nicht. Der will jetzt da lang. Oh, der fliegt einen Bogen. Naja. Ja, auf den muss man immer aufpassen. Ich will es immer noch nicht riskieren, den nochmal runterzunehmen. Konnte ich da vorher auch noch nicht durch? Ich bin mir nicht sicher. Hacken, okay. Now proceed with caution. That's something okay. Baron would say, right? Das war ja einfacher als vorher mit dem Hacken. Geht das jetzt immer so?
Das wäre schon geil. Nice, oder? Ja, ich höre voll. Aber auch gleichzeitig irgendwie langweilig. Ja, aber spannend. Tolles Spiel an sich. Ja, aber spannend hatten wir es jetzt oft genug. Also, jetzt zum Ende hin kann es auch ein bisschen flotter gehen. Ehrlich gesagt. Na, da ist auch was dran. Klar will man keine Geschenke, aber ich bin einer der... Oh, da ist ja alles. Ich bin einer, der kann mit sowas ganz gut umgehen. Schön. Wo ist denn mein... Nice. Okay, oh! Oh Gott, nicht erschrocken. Das sind nur kleine. Ich habe mein Fadenkreuz zwischendurch nicht gesehen. Das fand ich ein bisschen komisch. Ja, aber ich habe es auch nicht gesehen. Wie sie mal so, sieht man es nicht. Verschwindet. Genau. Tatsache. Ich glaube, erst als er getroffen hat, hat man es wieder gesehen in dem Zoom-Modus. Irgendwie so. Okay. Könnte ich mir vorstellen. Keine Ahnung. Warte, nur ein Chip. Dann auch noch solche kleinen Chips, die kein Mensch mehr... Hast du gerade Mensch gesagt? Willst du von deiner Theorie weg? Guck mal, wie ist die... Ja, okay, okay, nicht schlecht. Wo ist denn hier? Ich habe doch zwei erledigt. Oh, oh Gott. Oh, shit. Ich glaube, wenn man sich in der Ecke verkrümelt, dann... der fliegt da hinten rum. Okay. Dann geht's. Habe ich hier nicht zwei 800er? Das sind die Spinnen. Ach, keine Ahnung. Okay, hier geht's hoch, da geht's unten lang. Mal hier gucken. Macht man ja auch viel zu wenig, hier mal so außen die Taschenlampe ansetzen. Schieß doch mal auf das rote Ding da. Na klar. Was passiert? Das rote Ding geht mir im Zweifel in der Hand los. Das wollen wir nicht. Was? Also, okay. Das verstört ihn jetzt wieder, ja? Ja, die rote Rakete, ne? Ja, die rote Rakete, genau. Der purpurne Liebeskrieger, wie man es in der nackten Kanone gelernt hat. Okay, ich gehe mal hier weiter. Die Kanone war auch genial. Ja. Ich würde ja sagen, ein Klassiker, aber das stimmt nicht. Drei Klassiker. Stimmt, ja. Ich finde sie übrigens alle gut. Ich wollte gerade sagen, ich fand die echt alle super. Wo dann immer gesagt wurde, ja, es hat nachgelassen und der dritte war nicht mehr so gut oder so. Ich fand sie alle gut. Ja, also, das ist halt der Witz, ne, von der nackten Kanone. Das war halt immer der gleiche Witz. Schlechter. Gleich gut. Ich finde eh, Leslie Nielsen war super Schauspieler. Ruhe in Frieden, du lustiger Opa. Wo bin ich denn hier? Das könnte jetzt auch hier. Da ist der Tank, oder? Ich sehe ihn der schon. Der Alien-Planet. Ich sehe eine Skynet-Antenne up ahead. Looks like they set up an outpost here. Should I engage? That's not your main objective, but I'll leave that up to you. Ich mach's. Why not? Jetzt mal gucken, wann. Also, der HK nervt schon ein bisschen. Dass man hier ständig aufpassen muss. Dann zieh ihn halt runter. Drück ihn auf den Boden und sag ihm, dass er es verdient hat. Also wenn wir mal wieder einen Speicherpunkt hätten, das wäre schon was, ne? Ja, du hast auch nur noch 8 Schuss im Raketenwerfer. Der Große hat schon 7 Ja, ist scheiße. Ich denke mal, dass der HK noch ein bisschen mehr verträgt. Haben wir ja schon mal ansatzweise sehen können. Ich denke mal, 10 Schuss braucht der HK. Gute Treffer. Da müsste man schon die Megawaffe kriegen. Ah, hast du gut gesehen. Ah, war kaum zu sehen. Ach, sie laufen weg, interessant. Ja, why not? Ich bin gerade unter der Brücke, das kann nicht so schlimm sein hier. Wow. Okay, hätte doch anders ausgehen können. Der fliegt auch gefühlt überall rum hier. Ja, schon. Er patrouilliert seine Wege. Verletzend. Oh, Turret. Okay. Wenn man hier natürlich das Turret hackt. Alter, könnte der den HK vielleicht runter. Na gut, das hatten wir schon mal, aber auch die 800er, die hier gerade waren, das wäre nett gewesen. Ah, die Spinne nervt. Die Spinne. Wo sind eigentlich die beiden? Ja, die sind halt jetzt auch in ihre Patrouille gelaufen. Die Spinne läuft gerade weg. Wenn es Ja. Hä? Oh! Das wird spannend. Baby. Das wird spannend. Hoffentlich schaffe ich es. Wenn ich es nicht schaffe, wird es natürlich blöd ausgehen, aber es ist, glaube ich, Mittel gewesen oder so. Sieht eigentlich okay aus. Ja, es sieht sehr slow aus im Gegensatz zu den anderen.
Ja. Und man hat einigermaßen Platz hier. Oh, oh. Ich hau ab. Man hat Platz, aber man braucht ihn nicht, ne? Nee, der Profi braucht ihn nicht. Was macht die denn? Wird die auch angegriffen? Die tanzt mit dem Turret, ja, glaube ich. Was zum Teufel passiert da? Ja, auf jeden Fall. Man hört das Turret immer nicht schießen, das ist das Blöde daran. Ja. Wo sind denn jetzt die beiden Johnnies hin, ey? Die sind ja gar nicht mehr in der Nähe. Ich höre schon wieder das HK, scheiße. Oh, ich bleib hier. Jetzt wird's interessant, ob das HK jetzt mit dem Turret fightet. Stimmt. Nee, tut's nicht. Tatsächlich. Doch, ja, da. Tatsächlich. Guck dir das an. Kannst du hier schön beobachten in Ruhe. Boah, wie geil. Es hat es echt schon mal geschafft, so ein Ding runterzuholen. Ich hoffe, es schafft es wieder. Dann kriege ich fett XP. Was mit dem AK? Hat er aufgegeben? Ich bin nicht sicher. Ist weg. Wo ist er denn hin? Ich höre ihn, ich sehe ihn nicht. Hä? Was ist passiert? Also, Turret lebt noch. Ja, AK hat sich nicht weiter interessiert. Hat aufgegeben, ja. Der hat gesagt, vielleicht passiert es nochmal, wenn er hier nochmal rumkommt, ne? Witzig. Also ein Geschütz ist, hält auch relativ viel aus, muss man sagen. Ja. Und wenn es schon mal geschafft hat, so ein Ding runterzuholen, dann... Mann, ich höre ständig den HK. Kann der mal wiederkommen hier? Ist ja furchtbar. Hängt der woanders fest? Oder der hängt irgendwie in dem Bereich fest, wo ihn niemand mehr sieht. Ich will auch gerade ungern hier was machen, weil wenn das in die Luft fliegt, da hinten kommt er wieder. Jetzt Achtung. Gib dem. Ah. Der hat schon ordentlich verloren, so ist nicht, ne? Hä? Ja, 83%. 10%. Dafür, dass das Turret nur ein paar Mal draufgeschossen. Naja, okay. Klar. Aber der ist ein bisschen. Ja, er hat da ein bisschen rum, okay. Egal. Erledigt sich ja irgendwann von selbst. Also kann ich eigentlich auch weitergehen. Hier ist einiges. Oh, das würde es echt so erleichtern, wenn dieser scheiß HK hier nicht rumfliegen würde. Das sind deine zwei Freunde. Ach, was mache ich mir eigentlich die Mühe? Kommt her, Freunde, kommt her. Hä? Ja, das Turret hat da doch nur eine begrenzte Reichweite. Jetzt da ist schon rund. Komm, mach. Okay. Kannst du mit dem Scharfschützengewehr noch ein bisschen unterstützen? Ja. Denke ich eigentlich. Steht dahinter. AK ist auch irgendwie wieder unterwegs, ne? Hört sich zumindest so an. Jo. Doch, naja, gut. Ah, zumindest die beiden habe ich jetzt. AK ist gerade weg. Oh. Das war die Spinne. Mann, dieses Geräusch macht den wahnsinnig. Da hinten ist er. Der fliegt einen relativ kleinen Radius, glaube ich. Der fliegt doch so komisch hin und her, die ganze. Ja. Der möchte gern schleifen. Guck mal, Mama, ich kann fliegen. Oh, das wird ja wieder was. Okay. Ja, das sieht nett aus. Puh. Oh Gott, scheiße. Ich glaube, sieht schlimmer aus, als das es ist, ne? Ja, hat man jetzt gesehen. Haftbombe war dabei, habe ich gesehen. Ansonsten. Und wieder ein bisschen Munition für deinen. Kann bestimmt noch hier drin bleiben. Level 2 Gewehr. War da nicht, da vorne war doch noch eine Kiste. Ja. Okay. Ich gehe weiter. Irgendwann muss ich auch die Tanks hier noch hochjagen. Die bringen ja immerhin XP. Wie heißt eigentlich die Mission? Lade die kurz. Ach, der Panzer, genau, der HK-Panzer. Das wäre dann da. Ich bemühe mal kurz die Karte. Oh. Hinter dir hast du eine Nebenmission. Ja, die mache ich auf jeden Fall. Das wäre doch dann die Richtung hier, oder? Ja, was ist das? Ach, Silberfisch, oder? Und Fisch. Ja. Scheint auch nur der eine zu sein. Na, ah, nee, doch nicht. Na gut, aber die kann man dann relativ einfach umgehen. Das Turret schießt nicht mehr, ne? Nee, das schießt irgendwie nicht mehr. Na gut, da hinten sind 4 Stück. Da lohnt sich's.
Oh, da kommt einiges, ja, okay. Da ist ordentlich was los. So, bin ich noch drauf? Ja. Kann ich mir gönnen, ehrlich gesagt. Ja. Dafür sind sie ja auch da. Ja, eben. Waren hier nicht zwei? Hm. Ist nichts mehr. Waren doch jeweils zwei. Naja, egal. Das sieht schon richtig nach den Future War-Szenen aus, auch hier mit den Trümmern und dem Licht. Müsste alles noch ein bisschen bläulichen Schimmer haben, dann wäre es perfekt für mich. Aber Blauschimmer ist ja eigentlich nicht normal. Ist halt so ein Kamerafilter gewesen, speziell im zweiten Teil. Ja, richtig. Insofern ist schon okay. Was sie, glaube ich... Oh, da. Ja, da kannst du gut von hinten ran, ne? Ja. Was sie, glaube ich, in irgendeinem späteren Teil, war es schon Terminator 3, haben sie es, glaube ich, mehr durch einen Rotfilter ersetzt. Da wollten sie mal was Neues probieren, wenn ich mich jetzt nicht irre. Na, die gucken jetzt alle in die Richtung. Beziehungsweise der läuft da. Jetzt kannst du ran. Mhm. Wonderful, wonderful. Mittel, okay, kriege ich hin. Ja, die werden ihr blaues Wunder erleben, um mal bei der Farbe, bei dem Farbspiel rein zu bleiben. Okay. Da wird es ein bisschen eng, aber okay, geht. Ich bin wieder weg. Easy going. Hier war ich. Kannst du jetzt auch theoretisch immer nur los? Ah, er macht schon, er macht schon. Vier Stück insgesamt. Okay, da kommt einer anspaziert. Nicht, dass einer hier von hinten kommt. Naja, der Udo walzt sie weg, ne? Den habe ich echt noch nie gehört. So, einer ist weg. Fand ich gut. Das sind auch die ganz Standard-T800, die haben hier keine Chance. 21%. Das war's. Die da hinten. Die anderen beiden, die kannst du anlocken. Oh, ah, schießt er auch schon. Na dann. Einer liegt. Okay. Ich kann nicht mehr. Kann ich den treffen? Ja! Nice. Und daneben. Oh. Geht schneller. Für Leute, die keine Zeit haben. So, das Turret hat einen guten Job gemacht. Nichts sagen. Ja. Wo ist denn jetzt nochmal dieses. Hier ist der Außenposten. Wo du hin musst, ja. Oder? Nee, auch noch nicht. Nee, das glaube ich nicht, oder? Sieht so aus. Das ist so ein kleiner Teil, der aussieht wie ein Außenposten, aber ist es auch nicht wirklich. Ah, nee, ist der Durchgang zum Außenposten. Okay. Und jetzt schimmert es da hinten blau. Gut, dann loote ich erstmal die hier umgefallen sind. Die Kamera. Hier ist auch nie was drin, ne? Hier könnte man auch mal was reinlegen. Ist halt nur so ein Transporter, ne? Ja, so ein Truppentransporter. Hm. Der erinnert mich ja immer so ein bisschen an Star Wars. Ja, kann diese sein. Diese Druiden Transportschiffe, ne? Aus Episode 1 oder so? Genau, aus Episode 1, ja. Ach so. Nee, was ist jetzt los? Gebiet kann ich nicht verlassen. Hier wäre dann ein Ausgang irgendwann. Was wollte ich denn gerade sagen? Was relativ Wichtiges. Ja, super geil wäre es natürlich, aber ich glaube, da kommen wir in dem Spiel hier nicht mehr hin. Aber wenn wir auch noch wirklich zentral reinkämen zu Skynet und in die Fabrik und so, weil das fand ich immer das Allerspannendste. Mhm. Da, wo er seine 800er herstellt und alles. Es war auch ganz nett in Salvation, aber ich sag mal, Cameron hätte es besser gemacht. Oh. Ich meine, was hätte Cameron nicht besser gemacht? Wollte ich gerade sagen. Jetzt warte mal. Da sind die. Kam ich hier rein? Nee. Ach, da ist auch noch so eins. Okay. Komm ich da hin? Ja, das sollte Turret? Klappen. Ich glaube, das klappt. Da komme ich. Doch, er sieht dich. Muss ich ein bisschen aufpassen. Er sieht dich immer noch, oder? Nee. Naja, das Turret brauchst du. Ja. Kam ich von der anderen Seite hin? Nee, ne? Doch, nee. Moment. Nee, oder? Hier so rum? Macht es auch nicht besser, ne? Nee, komme ich nicht rum. Oder ist das... Doch!
Ah, da kommst du halt nicht an den, Turret ran, ne? Oder? Doch, oder? Jetzt hier rechts rum? Könnte doch klappen. Oder habe ich mich gerade im Kreis gedreht und weiß es nicht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Moment, hier war das gehackte... Wo war denn das? Hä? Ich habe mich verlaufen. Wo war denn das? Hier ist jetzt da so ein... ist Eingang. Oh, hier ist ein Safe House. Das ist schon mal ganz gut. Moment, ja, okay. Speichern ist immer gut. Sehr gut. Dann könnte man ja Experimente mit dem HK machen, aber dauert zu lange. Es dauert einfach zu lange. Okay. Das hier noch. Die Taschen des Widerstands. Sitz gespeichert, okay. Na komm. Willst mich wohl verarschen. So. Ach, hier noch. Oh! Gott. Ja. Jetzt da kommt liegt einfach mal ein tierter Schädel drin. Was zum jetzt Teufel. Kommt der Hinweis, du kannst Holzplanken zerstören. Na, witzig. Hier. Oh, wo ist das Turret hin? Das war auf der anderen Seite, ja? Das ist auf der anderen Seite, ach, da. Rechts von dir, ja. Ich sag mal. Da kommst du so nicht hin. Das ist, ne? Gut, sagen wir mal so, das planen wir sowieso beim nächsten Mal. Ist ganz praktisch, dass wir hier gespeichert haben. Hier hocke ich mich jetzt mal hin und denke mir eine Strategie aus. Ja, und dann... Die Strategie auf Doom. Die Strategie of Resistance. Sehen wir beim nächsten Mal weiter. Liebe Leute, bis dahin, tschüss. Ciao.